Einmal hoch. Ja, schaut doch mal an. Das sieht doch schon viel besser aus. So. Die Strecke muss möglichst gerade sein. Und dann geht's hier runter. Ja, das sieht mal wieder aus. Ach man, dass der nicht standardmäßig hier so schön bauen kann. Nein. Müssen wir wieder hier so machen, die Hälfte. Nein, jetzt habe ich wieder voll. So, und... ja, dann machen wir halt so. So geht auch. Hauptsache, es ist einigermaßen schön anzugucken. So, dann braucht das ganze Ding hier natürlich auch noch Strom. Halt, jetzt bin ich schon wieder im falschen Reiter. Hier ist es. So. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt dann hier auf diese Straße rein? Beziehungsweise, wie machen wir es generell? Am besten wäre natürlich zu sagen, hey, du da, es wäre geil, wenn ich dich da hier einfach auf eine, so eine Straße ausbaue. Zack und fertig. Problem gelöst. Jetzt schnappen wir uns hier noch die Segmente. So, jawohl. Und fertig. Die Industrie kann sich neu aufbauen. Dafür haben wir jetzt aber hier eine schöne Straße. Das kann so bleiben. Nur das vielleicht nicht. Deswegen müsste vielleicht der... das Ding hier verschoben werden. Die schöne Feuerwehrwache. Zack. Hier in die Mitte rein. Und jetzt können wir das Ganze hier auch ausbauen. So. Keine Verbindung, kein Strom. Panik macht sich breit in der Stadt. Panik! So. Ausfüllen. Fertig. Und jetzt, wäre es am besten noch zu sagen, hey, ihr da, ihr fahrt am besten so lang. Oh, geil, jetzt ist eine Ampel. Jetzt ist hier eine Ampel, geil. Das, so stelle ich mir einen Kreisverkehr vor. Mit einer Ampel. Oh, geil. Ist natürlich dann genau der Sinn und Zweck einer Ampel erfüllt. Zumindest so ähnlich. Wasser. 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 Jetzt ist zumindest Wasser da. Der Strom fehlt noch. Aber das haben wir jetzt auch geregelt. Ah, schön, schön. Hier hinten fehlen die Arbeitskräfte. Ja, die werden wahrscheinlich auch weiterhin fehlen, wenn ich jetzt hier neue Straßenbahnhaltestellen mach. So, da hinten beginnt das Ganze. Machen wir hier eine Haltestelle, dann hier bei der Schule, hier mittendrin, dann nochmal kurz vor der Kurve, kurz nach der Kurve, kurz vor dem Kreisverkehr. Dann noch hier hinten mitten in der Pampa. Und fertig machen. Und? Und? Da fährt sie, die lila Linie. Ich will der folgen. Stopp! Halt! Stehen geblieben? Ich will dir folgen. Kann ich... ah nee, halt. Das war ein anderes Spiel. Kann nur wegklicken. Jetzt haben wir eine schicke Straßenbahn. Angenehm. Und du musst dich natürlich genauso anstellen wie alle anderen auch. Hey, wer hätte es gedacht? Ich habe viel zu wenig Arbeitskräfte. Was geht denn da ab? Dass sich dann dementsprechend noch keine Industrie und sowas bildet. Hier wartet bereits die erste. Oh, unser erster Fahrgast. Von 90?
Heieiei, Alter. Na, die Straßenbahn ist ja wirklich was für... Oh, ich glaube, die könnte auch dementsprechend verdammt teuer sein. Kann das sein? Naja, möglich ist... Hey! Na, der Trecker traut sich aber was. Über die frisch gebaute Brücke. Mit einer schönen, konstanten Kurve. Wieso ist da eigentlich ein... Das ergibt keinen Sinn, warum da ein Zebrastreifen ist. Oh, und hier warten viele. Hier warten viele. Jetzt sind wir bereits 28. Hier die nächste Haltestelle. Steigen hier auch bereits die ersten aus? Ah, nicht wirklich. Na gut, noch geht's ja, dass wir die Leute mit der Straßenbahn zum Arbeitsplatz transportieren. Ob das in Zukunft immer noch so sein wird? Vielleicht zu Büros, aber mehr auch nicht. 51 Leute, die da drin sind. Ja, und das heißt, wir haben schon mal wieder einige vom Auto weggeholt. Oder auch vom Fahrrad, je nachdem, wie man es sehen will. Hier stehen die nächsten. Oh, die wird echt gut genutzt, ne? Der Abstand der Straßenbahnhaltestellen sollte eigentlich auch so gesehen ganz gut sein. Es ist weit genug auseinander, um eine gewisse Frequenz zu erreichen, aber nah. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Stehen da viele. Und die wollen alle in die Arbeit damit. Naja, muss ja. Heieieiei. Oh, das ist aber ordentlich. Und da hinten die ganzen Fabriken alle pleite gegangen. Hier werden wahrscheinlich nicht viele aussteigen. Hier steigen 7 Leute aus. Um in der nächsten Bahn weiterzufahren. Super. Zumindest sieht es aktuell danach aus. Heieiei. Naja gut, es ist ja auch nicht so, als ob die nicht damit weiterfahren könnten. So ist es ja nicht. Aber wahrscheinlich steigen die meisten jetzt dann hier aus, um in die Arbeit zu gehen. Ja, hier steigen bereits viele aus. Eine Haltestelle gibt es ja noch. Toll, habt ihr super gemacht. Erstmal wieder fett auf die Ampel drücken. Ja, nee, ist klar. Und wie viel steigen jetzt da dann wieder aus? So. Na, gar nicht mal so viele. Die wollen tatsächlich alle dann weiter in die Stadt. Krass, also die fahren einmal hier rum, um da hinzukommen. Okay. Ja, kann man machen. Die Ampel reguliert. Finde ich sehr gut. Aber wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen eindeutig mehr Einwohner. Das geht sonst so auf Dauer nicht weiter. Am besten hier hinten, oder? Warum ich so weit auseinander baue, ich habe keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Einmal so. Und Bild runter. Wobei? Warte mal, wie? Wie habe ich es da gemacht? Ah, über 2. Das wird erklären, warum das so anders aussieht. So und so. Und geradeaus. Jawohl. Theoretisch könnte ich dann hier wieder verbinden und fertig erst. Aber ich wollte ja hier eh dann die Autobahn bauen. Und verlängern und so ein Zeug. Muss aber dann alles umgebaut werden und sowas, deswegen... Naja, das wird man ansehen. Das kann ich dann zur Not ja dann immer noch wieder abreißen. Wasser. Wasser wird jetzt hier hinten erstmal gelegt. Einmal.
zweimal. Das war nicht so geil. Nee. Ja. Ja, komm. Das geht so auch. Jetzt müsste ich eigentlich genug Platz geschaffen haben. Die Frage ist jetzt nur mit dem Strom, ne? Hm, Stromerzeugung, Stromverbrauch. Okay. Oh. Die sind ja komplett voneinander getrennt. Ach, weil sich hier die Industrie noch nicht wieder aufgebaut hat an der Seite. Ah, okay. Ich sehe schon. Ja. Geht's mal weg da. Sehr gut. Hm, hier, die Industrie lebt ja eigentlich auch ganz gut. Passt soweit. Hm, was können wir da dann noch machen? Zonable Promenade. Also Fußgängerzonen und alles. Neuer Gegenstand. Was auch immer das ist. Was habe ich mir da mal runtergeladen? Hilfe. Hm. Was ich machen könnte, wäre hier halt einfach wieder so eine Kreuzung. Und lass das Ganze ein bisschen geradeaus fahren. Dann kann ich ja hier so eine schöne Kurve machen. Und von hier aus dann auch wieder eine Kurve weg. Und hier könnte ich dann wieder frisch bauen. Was ich jetzt am besten auch gleich mache. Rüber damit. Verdammt. Wieso geht das nicht? Hm, brauche ich vielleicht? Nee, ich brauche eigentlich nur nicht mehr. Aktuell brauche ich nicht mehr. Hm, dann würde ich am besten sagen, machen wir von hier aus dahin und dann hier rüber. Damit wir das schon mal hier drüben haben. Und dann geradeaus. Ah, guck mal. Wunderbar. Dann so. Ha. Und jetzt können wir hier nämlich mal ein bisschen anders bauen. Mal ein bisschen mit Kurven arbeiten. Was ja, denke ich mal, auch nicht ganz verkehrt ist. Zack. Zack. Und hier noch ausfüllen. Hm. Mache ich am besten die nochmal weg, die Stromleitung. Fülle das hier erstmal aus. Und sehe dann, dass es nur bis hier am besten hingeht. So. Jetzt passt's. Wunderbar. Ausfüllen. Und fertig. Arbeitsplätze haben sie theoretisch auch gleich vor der Haustür. Deswegen gibt es auch noch keine Buslinie. Relativ neu geschaffen und so weiter. Mache ich aber noch ein paar Parks hin. Oh Gott. Ja klar, so einen fetten botanischen Garten. Ein paar Parks. Machen wir mal einen Hundepark. Weißt du nicht, ob das viel bringt? Wahrscheinlich ziehen jetzt hier mehr Leute mit Hund hin. Aber das soll mir relativ egal sein in erster Linie. Dann bauen wir noch ein Karussell dahin. Die Leute brauchen da dann auch noch Bildung. Hm, machen wir die Schule hier in die Ecke. Oberschule, Community High School. Ach ja, das ist das fettere Gebäude. Das ist ja die Oberschule. Die brauchen die erstmal nicht. Aber eine Feuerwehr wäre schon mal ein Anfang. Ach, die hinten haben hier auch gar keine Feuerwehr. Oh, super.
Oh, habe ich ja toll mitgedacht. Baue ich hier die Feuerwehr hin. Müllauslastung sieht soweit ganz gut aus. Ich könnte eigentlich anfangen, hier mal so eine fette... ja, mal so eine fette Gasverbrennung. Gasverbrennung, mhm. Ich verbrenne Gas. Damn fucking Logic. Ein Karussell mittendrin.